Metalode. So, heute ist das Training ein bisschen kürzer, weil, wie man sieht, das Gerät wieder funktioniert und das im Moment dann doch ein bisschen happig ist. Ich werde schauen, meine Kondition muss ich natürlich jetzt erstmal wieder aufbauen, richtig. Ihr seht jetzt, ich zeige jetzt mal kurz die Dinger. Also das ist hier das Programm 3. Ich habe jetzt verschiedene Programme durchgemacht. Achso, lasst euch vor der Zeit übrigens nicht täuschen. Das Video könnte ungefähr die Länge haben. Ich habe aber länger trainiert als die 4, weil diese Zeit sich immer wieder restartet, wenn ich auf ein neues Programm gehe. Und ein neues Programm wähle ich jetzt aus quasi. Dann gehe ich hier auf Ende. Dann habe ich hier Programm 1. Und so weiter. Also Programm 1 sieht so aus. Das ist immer so ein kleines... Vorschaumodell quasi. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe... Halt, das ist die 12. Ich habe das hier gemacht. Und ich habe jetzt zum Schluss das hier gemacht. Das habt ihr ja gerade gesehen. Ja. Ich werde es jetzt so machen, dass ich versuche, ich werde es wahrscheinlich nicht jeden Tag hinbekommen, ich werde versuchen, es wirklich jeden Tag zu machen und vor allem natürlich dann auch in der nahen Zukunft nach Möglichkeit das Ganze langfristiger zu machen, also auch die Zeiten, in denen ich trainiere, länger quasi. Ich werde mir in Zukunft maximal eine Stunde Zeit nehmen, weil das ist das Maximum, was ich an Zeit aufopfern kann. Weil ich auch noch andere Sachen zu tun habe, Videos und so weiter, Umzug und alles. Wie ich das mit dem Training mache, wenn ich umgezogen bin, weiß ich noch nicht. Muss ich mir noch überlegen. Ich weiß nicht, ob ich dann den Platz habe dafür. Ansonsten, vielleicht, wenn ich bis dahin bekannt genug bin, kann ich vielleicht auch ins Fitnessstudio oder sowas. Also wenn ich bis dahin genug Kohle mache, meine ich damit. Gut, das Video werde ich jetzt schneiden und dann hochladen für euch. Oh Gott, Stufen, Hilfe. Und wenn ihr jetzt denkt, was auch mal halbe Stunde durchgehalten. Ja, vorher habe ich zwar einen Widerstand gehabt, aber der Widerstand war ungefähr so wie bei der Stufe unten. Also es war immer der gleiche Widerstand. Und da hält man logischerweise länger durch, als wenn man Berge fährt. Und jeder, der schon mal Fahrrad gefahren ist, der kann das nachvollziehen. Gut. Danke fürs Zuschauen. Haut rein. Und ich denke, wir sehen uns dann im Laufe des heutigen Tages nochmal. Euer Drache, bis dahin. Tschö, tschö.